Liebe T-Online-User, eine neue Woche liegt vor uns, natürlich auch eine neue Wetterwoche und die sieht ziemlich ruhig und vor allem mild aus. Das Hochdruckgebiet Ramisch bleibt in unserer Nähe. Somit haben Tiefdruckgebiete, die Sturm oder viel Regen bringen könnten, keine Chance bei uns. Sie müssen einen weiten Bogen um Deutschland machen. Es wird allerdings nicht störungsfreies Wetter geben. Nebel, Hochnebel und Sonnenschein werden wieder ganz dicht beieinander liegen. Manche Regionen bekommen richtig viel Sonnenschein ab. Bei anderen wird es fast den ganzen Tag über grau sein, wie zum Beispiel entlang der Donau, was typisch für die Jahreszeit und Hochdruckgebiete in dieser Jahreszeit ist. Mit Nebel und Hochnebel schaffen wir es gerade nur auf 7 bis 10 Grad. Die wird es vor allem auch im Nordosten Deutschlands maximal geben. Dagegen in der West- und Südhälfte sind wieder 15 bis 17 Grad möglich. Es wird also nochmal spätsommerlich. Insgesamt ist es zu mild für die Jahreszeit und zu trocken und zu sonnig. Aber der Oktober war ja viel zu wenig sonnig. Nicht. Somit freuen wir uns auf goldenes Oktoberwetter in einigen Regionen Deutschlands in dieser Woche und damit bleibt gesund.